Hallo, mein technikbegeisterter Technikfreunde, hier ist Eujastrom und es hat mich jemand gebeten, mal meinen Computer vorzustellen, wie ich es auch schon mal angekündigt hatte. Und ich muss sagen, ich habe leider nicht mehr alles gefunden. Zum Beispiel mein WLAN-Card ist nicht drin, mein USB-Stick, weil auf dem Mainboard ist ein USB-Port, habe ich schon einen Bluetooth-Stick reingemacht. Und mein RAM gab es nicht mehr. Den RAM habe ich aber wieder gefunden, aber es gibt keine Preisangabe. Das alles habe ich bei Mindfactory zusammengesucht und ja, dann gucken wir uns alles mal an. Wir fangen jetzt an mit der SSD. Das ist eine recht teure 128 GB SSD, Version 7 Elite, also 2,5 Zoll, ne? Das ist ja üblich für SSDs und die kostet 114 Euro. Ist ein stolzer Preis, aber ich habe sie mir gegönnt und sie sieht halt schön crispy clean aus. Ne, hier einfach nur Version 7 draufgeknallt und ja. So, dann gehen wir mal hier zu den Festplatten, also zu den HDDs. Hier habe ich einmal für nur meine Spiele eine 2 TB HDD von Western Digital. Die Red Pro, also die Red Edition, kostet auch einiges. Also, als ich sie gekauft habe, war es auch noch nicht im Sonderpreis, hat die ein bisschen mehr gekostet. Aber wir gehen jetzt mal von dem jetzigen Preis aus. So, dann habe ich sogar noch 3 8 TB Western Digital HDDs drin. Ja, hauptsächlich für Videos, weil ich ja aktiv Videos machen wollte auf meinem Gaming-Channel, der unten auch mal der erste Link in der Videobeschreibung, weil ja, ich mache halt auch Gaming-Videos und ich würde gerne halt alle meine, ja, speichern, ne? Also alle meine Links. Im Nachhinein werdet ihr aber auch feststellen, dass nicht alle Festplatten oder beziehungsweise Laufwerke angeschlossen werden können, weil ich nur 5 SATA-Ports habe. Das habe ich so geregelt. Ich habe einen selbstgebauten Schalter hier vor mir liegen. Das ist hier. Ich weiß nicht, ob man das hört. Ja, der hier halt. Da kann ich halt regulieren, welche Festplatte jetzt angesteuert werden soll. Dazu könnte ich vielleicht auch mal ein Video machen. Allerdings wird es bald ersetzt durch ein nächstes selbstgebautes. Und ja. Deswegen, genau, weil ich habe nur 5 Slots und da sind meine 2 Laufwerke angeschlossen, eine HDD und eine SSD und glaube eine 8 TB HDD. Genau, eine, die unterste sehe ich gerade so. Dann gehen wir jetzt mal zum, ich weiß gar nicht mehr, ach genau, zu den Laufwerken. Das sind 2 Blu-ray-Laufwerke von Asus. Kostet nicht so viel, etwa 60 Euro, ja, 65, 56 Euro. Geht eigentlich noch, kann man nicht viel zu sagen. Haben auch, wow, dementsprechend, können auch brennen. Also, ja, kann man nicht viel zu sagen. Ja, genau. Dann kommen wir zu meiner Wasserkühlung, das ist eine recht billige. Für 74 Euro, die ist auch billiger geworden. Ja, die kann unter anderem auch mal lauter werden. Mir gefällt es, dass sie hier so LEDs hat. Die sieht halt recht billig aus jetzt, aber hier, die ist überhaupt nicht billig. Die sind auch nochmal, das ist so geriffelt halt und ah, das sieht einfach nur episch aus. Ich muss sagen, dass die Löcher hier alle zu klein waren und dass ich die nachbauen musste und die ganze Zeit hier in die Lamellen reingekommen bin und mir damit die Wasserkühlung so gut wie versaut habe. Aber jo, da war eine Wärmeleitpaste dabei, das heißt, die konnte man ganz normal drauf machen. Also hier war keine drauf, aber es war eine dabei, die habe ich sogar noch. Also der Rest, der übrig war. Das sind so 2, die habe ich ausgetauscht durch andere, etwas teurere. Da kostet ein Kühler etwa 40 Euro. Ich weiß aber, die habe ich auch nicht gefunden. Aber ja, wir können ja nachher mal plus 80 rechnen. Ich habe hier nämlich einen Rechner. Da mache ich jetzt mal nochmal plus 80, habe ich schon mal vergessen. Und eigentlich plus 82, also mache ich nochmal plus 2. Gleich so. Und weil hier nicht alles dabei war. Jetzt kommen wir zu meinem Mainboard. Und da seht ihr ja schon, AMD. Ja, also ja, kommen wir erstmal zu den Einzelheiten. AMD, sage ich euch gleich, warum ich einen AMD-Prozessor habe. So, es ist ein recht schönes Board, hier passen 3 Grafikkarten drauf, hier ist auch ein WLAN-Chip-Slot, hier ist eine WLAN-Karte drauf, die ich halt nicht ja, nutzen kann. Hier, wie gesagt, die 5 SATA-Ports. Hier auch cool, es wird SLI und Crossfire unterstützt. Heißt, wenn ich mal irgendwann AMD-Karten reinhauen will, kein Thema. Das ist, ja, ist okay, sagt das Mainboard. Ja, ist in Ordnung, komm, mach. Ja, jetzt sind da aber 3 SLI-Karten drin. Dazu kommen wir aber auch gleich. Ich glaube, das sieht man schon. Und ja, es sollte mal ein Board von MSI werden. Allerdings hat es meinen Prozessor nicht unterstützt.
Ja, da seht ihr nochmal hier so ein paar Einzelheiten. DDR3, vier Speicherbänke, die ganzen Speicherarten, wie es maximal zu DDR3 ist. Auch, ich habe ein DDR3, das gehen wir gleich mal dahin. DDR3, der gibt es nicht mehr, seht ihr ja. Der hat etwa 100, ich glaube 102 Euro hat der gekostet. Und, also so ein bisschen abgerundet. Und, den habe ich aufs Maximum übertaktet, ich glaube sogar. Ich habe da eine eigene BIOS-Version drauf, also ehrlich gesagt eine eigene UEFI, ein eigenes UEFI, wo ich das hier noch viel höher takten kann. Ich habe es, glaube ich, jetzt auf 3000 oder 3200 MHz, müsste ich nachgucken. Und ja, der RAM hat halt ja schonweise 1600 RAM. Ja, ich weiß, es ist schon ziemlich krass, den fast ums Doppel, beziehungsweise ums Doppel zu übertakten. Nur es ist möglich und ja, ich werde es auch weiter ausreizen. Und wenn sie irgendwann mal kaputt gehen, dann ja, hab ich Call-Pech, ne? Ja, ich habe hier ein bisschen auf Design gelegt, dass hier alles so ein bisschen rot-schwarz ist in meinem Computer. Seht ihr auch dann wahrscheinlich an dem total überteuerten Gehäuse. Jetzt kommen wir aber mal zum Prozessor. Den kann man auch nur vormerken und nicht bestellen. Er kostet 228 Euro. Ist der AMD-Prozessor der stärkste, also das Flaggschiff von AMD. Ja, alle sagen jetzt, oh Digga, Intel viel besser und wenn du so viel Geld rausschmeißt, dann doch gleich einen Intel-Prozessor. Hättest du das Gehäuse weggelassen, hättest du die einfach für den doppelten Preis von dem, also es wären etwa 400 Euro, hättest du für die einen viel, viel besseren Prozessor holen können, einfach den gescheites beim und alles. Ja, ist in Ordnung. Ne? fickt euch. Und Scheiß brauche ich nicht. Ich will damit rendern, ich will damit spielen, ich will damit arbeiten. Das ist ein 8-Kerner, der bei mir hochgetaktet ist auf 6,2 GHz. Und das reicht vollkommen. Ohne Scheiß. Es gibt kein Spiel, was ich nicht flüssig abspielen kann. Das hat aber auch was mit den Grafikkarten zu tun. Ich glaube, wenn man eine etwas schwächere Grafikkarte hätte, dafür aber einen Intel-Prozessor, würde man mehr FPS haben als mit einem AMD-Prozessor. Aber da ich recht große oder recht starke Grafikkarten da drin habe, würde ich sagen, ja, ist in Ordnung. Ja, gut. Kommen wir jetzt zu den Grafikkarten. Weil wir gerade so drüber reden. Es sind drei GeForce GTX 980 Ti Gaming von MSI, die übertriebenst übertaktet sind. Der normale Takt, das weiß ich jetzt gerade selbst nicht, liegt bei ja, 1178 und die sind auf krasse 1600 momentan getaktet und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die auf die 2200 noch hochkriege. Aber irgendwann bringt das Übertakten auch nichts mehr, aber ich habe richtig Wumms in den Grafikkarten, nur also ohne Scheiß. Ich weiß gar nicht, was das ist. Genau, das ist mein Gehäuse. War auch mal teurer, ich habe 202 Euro dafür bezahlt. Ja, es gefällt mir, ich wollte eigentlich ein anderes haben, aber gut, man, ja, entwickelt sich nun mal weiter, ne? Also ist nun mal so. Ich wollte ein kleineres haben, kompakteres auch zum Mitnehmen, aber als das ankam, ich glaube, ich und Freund sind zusammengebrochen. Der Karton, der war so groß wie wir selbst. Also schon krass. Jetzt kommen wir zum übertriebensten Netzteil. 1200 Watt, 80 plus Platinum. Also Platinum. Ist auch eigentlich für Intel, ja, kompatibel gemacht worden. Aber ich habe AMD und das geht halt alles. sieht auf jeden Fall richtig overpowered aus und ich liebe diesen Netzteil voll ohne Scheiß. Es hat halt sehr stabile Frequenzen. Es ist einfach. Oh, ich liebe es einfach nur. Es ist einfach nur geil. Und ich. Oh. Ja. Ja, genau. Hier nochmal zum Sleeve-Test. Weil bei mir auch gesleevte Kabel drin sind, beziehungsweise waren, kann man hier auch hier Sleeve-Test machen, beziehungsweise Kabeltest und bla 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 bla. Genau. So, das alles so jetzt hier kostet etwa ja, 4031 Euro und 74 Cent. Allerdings, wie gesagt, die Sachen, wo ich gesagt habe, die fehlen wie den USB-Stick und Scheiße, den USB-Stick und den WLAN-Chip und ja, der Rest, der halt gefehlt hat. Ja, habe ich in meinem Rechner hier gerade, ich musste gerade noch was zusammenrechnen, zusammengerechnet und das ist hier dieser Preis, also fast 1000 Euro mehr. Es sind 4726 Euro und 12 Cent, die in meinem Computer drin stecken.
Also da sind die RAM-Karten dazu gezählt, da ist der Stick dazu gezählt, da ist mein Chip dazu gezählt, da ist alles dazu gezählt, was gefehlt hat. Plus das, was halt noch dabei ist. Und ja, das ist halt ein stolzer Preis. Jetzt mal hier aufstoßen. Muss mal gucken, ob hier alles stimmt. Drei davon. Eins davon, ja genau. Und ja, also wenn euch diese Zusammenstellung gefällt und ihr vielleicht wollt, auch so einen haben wollt, ich baue ihn euch auch gerne zusammen. Ist für mich überhaupt gar kein Problem. Ohne Mist, das mache ich auch gerne. Nur, ja, ist halt ein bisschen Zeit. Vor allem, bald habe ich auch ein eigenes Unternehmen, JRG Host, beim Namen bin ich mir noch nicht so sicher. Da könnt ihr dann auch Computer bei mir auf der Webseite bestellen. Wenn einer von euch HTML5-Programmierer ist, dann bitte bei mir melden. Der könnte auch Partner werden. Bei mir, bei meiner Firma, also Mitgeschäftsführer. Und darum würde ich auch gerne mal ja, euch bitten, euch mal bei mir zu melden, weil ich mich mit HTML5 zur Programmierung der Webseite nicht allzu gut mehr auskenne. Ich konnte das mal, aber auch nur, ja, flüchtig, also nicht sehr krass gut. Also ich habe eine Webseite erstellt mit einem schwarzen Hintergrund und einem Anmeldebutton, wo ich nicht mal anmelden konnte. Und ja, genau. Hier müssen dann nochmal hier Versandkosten dazu rechnen. Und hier auch den 4,90 € Gold Service würde ich dazu nehmen. Und dann kriegt er wahrscheinlich immer noch mal so ein kostenloses Ding von Google. So ein, ja, ne? Ja. Da sagte mein Aufnahmeprogramm zur Audiospur wieder Tschüss. Und damit würde ich auch noch aus selbst nochmal Tschüss sagen. Also danke fürs Zuschauen. Abonniert meinen zweiten Kanal. Unten in der Videobeschreibung der erste Link. Und kommt hier ein Abonnieren, Masturbieren und jo. Tschüss.